Hallo, guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Ausgabe der Nachrichten in Meridional hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Heute ist Montag, der 30. Juli. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am vergangenen Wochenende hat man in Niederlauterstein im wahrsten Sinne des Wortes wieder den Vogel abgeschossen. Nicole Fugmann-Müller war vor Ort und hat sich das bunte Treiben rund um das 60. Niederlautersteiner Vogelschießen mal genauer angeschaut. Mit den Böllerschüssen der Poberschauer Schützenfreunde startete am Sonntagnachmittag das 60. Vogelschießen in Niederlauterstein in sein Finale. Wenige Minuten zuvor wurden in einer Feierstunde bereits die Schützenkönige der letzten 60 Jahre geehrt. Darunter waren besonders in den letzten Jahren auch einige Frauen, was die Männer natürlich etwas an der Ehre kratzte. Nochmal herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Ingolf, der unsere Ehre als Männer gerettet hat. 2 Jahre immer nur Frauen, wir haben schon was gedacht, ja, geht was nicht mit rechten Dingen zu, aber wie man sieht, auch bei Männertreffen. Auch für die Niederlautersteiner Schützengilde selbst gab es eine Ehrung. Wird die Ehrenplakette des Sächsischen Schützenbundes für Verdienste bei dem Brauchtum und Vogelschießen überreicht. Unterschrift Frank Kupfer, Präsident des Sächsischen Schützenbundes Leipzig, Datum heute. Doch zurück zum Vogelschießen 2018. Den ersten Schuss, ehrenhalber, gab Oberbürgermeister André Heinrich ab. Bevor alle anderen Schützen ihr Glück versuchten. So, es geht dann weiter mit der Nummer 51. Ein kleines Resümee der mehrtägigen Veranstaltung gab Eckhard Oettel, der Vorsitzende des organisierenden Heimatvereins, zu dem auch die Schützengilde gehört. Es läuft gut, also wir sind zufrieden bis jetzt. Wir hatten volle Veranstaltungen. Ein kleines Manko gestern Nachmittag. Das Kinderfest war nicht so gut besucht, wie wir das gedacht hätten, aber wir werden es überleben. Wir hatten die anderen Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Wir sind zufrieden. Auch heute zum Sonntag viel Publikum. Wir hoffen, es wird noch mehr. Es ist ja erst losgegangen, das Vogelschießen. Und wir sind natürlich zuversichtlich, dass da noch viele Leute kommen. Das Wetter passt, es ist nicht allzu heiß. Wir hoffen auch, dass keine Gewitter oder Schauer uns heimsuchen. Und ich denke, dann wird es gut gelingen. Wie ist es generell? Ich meine, Vorbereitung für so ein mehrtägiges Fest, wie lange dauert sowas? Ja, so Bands und Gruppen muss man natürlich schon eigentlich im Vorjahr eher muss man sich da kümmern und versuchen, die zu begeistern für so eine Veranstaltung. Wir haben da auch Rückschläge erleiden müssen dieses Jahr. Wir hatten da eigentlich ein bisschen was anderes vor, aber es ist halt auch Urlaubszeit für Bands oder für Bandmitglieder. Und haben wir ein bisschen oftmals nochmal umplanen müssen, nachdem wir gesagt haben, das und das machen wir. Es ist, denke ich, trotzdem eine runde Sache geworden. Ansonsten die Sachen, die man jedes Jahr gleich macht, die sind dann im halben Jahr, also im Januar geht das dann intensiv los. Wie groß ist denn das Team, was hier mitwirkt? Also im Vorbereitungsteam, wir sind ja ein eingespieltes Team, muss man sagen. So 10 Mann, die da so die Entscheidungen treffen, was passiert. Die Mitgliederversammlung entscheidet natürlich auch darüber, das wird informiert und man kann mal Einspruch erheben. Ansonsten so ein Fest durchzuführen, also hier 70, 80, 90 Helfer braucht man da, um das über zu Runden zu bringen. Eine ganz schöne Hausnummer. Wünschen wir euch weiterhin gutes Gelingen und ein Tipp, wer vielleicht heute Schützenkönig wird, eher die Männer oder eher die Frauen? Also wir hoffen ja, dass es mal Einheimische wird. Wir hatten ja jetzt 2 Jahre welche, die zwar mit Niederlauterstein verbunden sind, aber nicht von hier kamen. Wir wünschen uns schon einen Niederlauterstein-Mann. Wir hatten auch viele Frauen in den letzten Jahren, das ist auch nicht schlimm. Freut uns auch, aber ein Niederlautersteiner würde uns schon gefallen. Aber wir haben auch Wert darauf gelegt, das Schießen offen zu gestalten. Also jeder, der hier ist, darf schießen, darf sein Glück versuchen und darf natürlich auch Schützenkönig werden. Und damit leben wir dann auch und dann holen wir ihn woanders ab. Das ist dann so. Wie sich zeigte, wurde sein Wunsch erfüllt. Denn der diesjährige und damit zweimalige Schützenkönig heißt Tino Kermer.
Ja, wettertechnisch ebenso ein Volltreffer in Niederlauterstein. Richtig rund ging es am vergangenen Wochenende auch in Olbernhau. Der Aufsteiger SV Olbernhau feierte sein Vereinsfest und startete in die neue Saison. Frank Langer, was war denn dort los? Viel Fußball wurde am vergangenen Wochenende in Olbernhau gespielt. Der SV Olbernhau startete mit einem sportlichen Fest in die neue Saison. Höhepunkt war dabei das Spiel der ersten Herrenmannschaft, die ja ab dieser Saison in der Sachsenliga spielen wird. Die Vorbereitungen laufen und dazu zählen eben auch die Vorbereitungsspiele. Den eigenen Stand wollte man am Sonntag beim Spiel gegen Oberliga-Aufsteiger VfL Hohenstein-Ernsthal ermitteln. Ja, die Saison startet für euch. Ja, mit welchem Gefühl geht's denn in die neue Liga? Also wir sind eigentlicherweise vollkommen euphorisch, wir sind gut eingestellt, wir haben eine schwierige Vorbereitung hinter uns mit ganz doll Intensität. Wir haben die ersten Vorbereitungsspiele hinter uns gebracht, dreimal unentschieden, dreimal 2-2 gespielt. Es ist schwierig, die Landesliga, die Sachsenliga ist eine schwierige Spielklasse. Wir haben uns Verstärkung geholt, drei neue Tschechen sind dabei, wir haben aus der Umgebung natürlich uns die besten Leute nach Olbernhau geholt, die wir kriegen konnten. Und wir gehen einfach davon aus, dass wir hier anständig uns etablieren und wir wollen die Klasse halten. Das ist das ganz klare Saisonziel und das werden wir schaffen. Novak, mit der Nummer 16, Martin Preisler. Die Nummer 17, Danny Gottschalk. Mit der Nummer 21, Jakob Udiersch. Steve Dieske forderte mehr Leistung von seiner Mannschaft, nachdem die vorangegangenen Testspiele nicht zur vollsten Zufriedenheit endeten. Ja gut, wir sind jetzt in der dritten von 5,5, 6 Vorbereitungswochen. Ich denke, wir sind erstmal im Soll, was den Ablauf, was die Belastung und die Intensität angeht. Deswegen sind wir dort natürlich auch im Ergebnisbereich, was jetzt die Vorbereitungsspiele angeht, erstmal im zweitrangigen Bereich. Ich glaube, wir haben bis jetzt ordentlich gearbeitet. Das war für mich das Wichtigste. Ja, und ich hoffe ganz einfach, dass die Männer und die Jungs in diesem Bereich weiter so mitziehen. Welches Ziel gibt es neben dem Klassenerhalt? Ja, das ist, denke ich mal, das primäre Ziel für uns als Mannschaft, für uns als Verein. Und ich glaube, wir tun gut daran, dass wir uns mit nichts anderem beschäftigen, sondern dass wir ausschließlich erstmal darüber nachdenken, wo wir herkommen, wie sich der Verein auch in den letzten Jahren hier entwickelt hat. Und ich glaube, dass wir jetzt Stück für Stück aufbauen müssen und einfach darüber dann auch die Klasse halten müssen. So, Männers, das Spiel vom Donnerstag vergessen wir mal ganz schnell. Heute mal ein bisschen tiefer, eigentlich das, was wir am besten können, ordentlich verteidigen in der eigenen Hälfte, ordentlich zupacken und dann schnell umsteigen. Und dann, denke ich, können wir auch den Problemen bereiten. Das beiderseits etwas ruppige Spiel gegen den höherklassigen VfL bestritten die Olbernhauer souverän. Man hat sich ordentlich präsentiert und gezeigt, dass man in der Sachsenliga bestehen möchte. Der Gastgeber ging in der 33. Minute sogar in Führung und konnte das in die Halbzeit mitnehmen. Was gibt's denn noch so zu tun? Ich meine, das Spielerische ist das eine, organisatorisch gehört bestimmt auch noch ein bisschen was dazu, oder? Ja, wir haben mit den Sponsoren zu sprechen. Es ist natürlich ganz klar, dass wenn wir solche Strecken über 200-300 Kilometer, wir müssen bis Nieski fahren und zurück, das ist natürlich eine ganz große Aufgabe. Das ist natürlich auch mit vielen Kosten verbunden. Und deswegen ist die Aufgabe des Vereines jetzt ganz einfach dafür zu sorgen, dass frisches Kapital in den Verein reinkommt, um das Ganze auch ein bisschen zu deckeln. Und wir sind dabei und wir arbeiten da mit Hochdruck dran. In der zweiten Spielhälfte zog der Gast nach und glich zum 1:1 Endstand per Foulelfmeter aus. Insgesamt eine ordentliche Leistung des Aufsteigers. Applaus
Seit heute und bis voraussichtlich zum 10. August kommt es zur Vollsperrung der Dorfstraße in der Ortslage Lauta in Höhe der Hausnummer 1 wegen notwendigen Arbeiten im Auftrag der Mitnetzstrom. Eine Umfahrung der Baustelle ist über die Dorfstraße Lauta, Gartenstraße sowie die Kreisstraße 8131 in beide Richtungen möglich. Die Straßenverkehrsbehörde informiert zudem, dass seit heute die Satzunger Hauptstraße im Ortsteil Satzung zwischen den Hausnummern 5 und 25 aufgrund der Deckenerneuerung durch den Erzgebirgskreis voll gesperrt sein wird. Nach Fertigstellung dieses Bauabschnittes verschiebt sich das Baufeld bis zur Hausnummer 2. Die Gesamtbaumaßnahme wird voraussichtlich bis zum 26. Oktober andauern. Die Umleitung ist ausgeschildert und bis zum 10. August wird die Bushaltestelle an der Kirche in der Ortslage Satzung angefahren. Die Bushaltestelle in Satzung Alter Grenzübergang wird ab dem 13. August in die Wendestelle Posa verlegt und die Haltestellen Grenzbach und Reizenhain Neue Welt entfallen vorerst. Revierbereich Marienberg, Annaberg und Aue. Drei Diebstähle mit gleicher Masche. Zeugen gesucht. Am Donnerstagnachmittag, den 26. Juli, kam es gleich in drei Läden im Erzgebirgskreis zu Diebstählen mit gleicher Vorgehensweise. Gegen 15 Uhr kamen in Marienberg zwei unbekannte Männer in ein Geschäft in der Annaberger Straße. Währenddessen einer der beiden die Verkäuferin ablenkte, öffnete der zweite die Ladenkasse und entwendete die Einnahmen in Höhe von mehreren hundert Euro. Ebenso gingen die Täter gegen 15.30 Uhr in Annaberg-Buchholz vor. Zwei Männer kamen in ein Geschäft in der Straße Kleine Kirchgasse, wo einer die Verkäuferin ablenkte und der andere Unbekannte die Einnahmen aus der Kasse entnahm. Auch hier liegt der Stehlschaden bei mehreren hundert Euro. In einem Geschäft auf dem Altmarkt in Aue erschienen gegen 17 Uhr ebenfalls zwei Männer. Auch hier lenkte einer die Verkäuferin ab, während der andere Bargeld aus der Ladenkasse stahl. Der Stehlschaden beläuft sich auch in diesem Fall auf mehrere hundert Euro. Die zwei Täter wurden von den Zeugen fast gleich beschrieben. Einer ist ca. 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, ca. 25 bis 30 Jahre alt und hat dunkelblondes, kurzes Haar. Er trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und helle, kurze Hosen. Der zweite Täter ist ca. 1,80 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt und hat einen Dreitagebart. Er trug zur Tatzeit eine graue Mütze sowie dunkle Bekleidung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu den Taten, den Tätern oder zu einem von ihnen genutzten Fahrzeug machen können. Hinweise nehmen jeweils die zuständigen Polizeireviere Marienberg, Annaberg und Aue entgegen. Pockau-Lengefeld auf Rollsplitt abgekommen. Die S224 aus Richtung Rittersberg in Richtung Pockau befuhr am Donnerstag gegen 14.50 Uhr ein Motorradfahrer. In einer Linkskurve kam die Honda auf Rollsplitt nach rechts von der Fahrbahn ab. Vermutlich streifte der Biker dabei mit der Fußraste einen Felsvorsprung und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. An der Honda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ja, was ist das für ein Sommerwetter im mittleren Erzgebirge? Da kann man sich die Reise in den Urlaub schon fast sparen. Temperaturen um die 30 Grad Marke und Sonne satt. Ja, heute Abend und in der Nacht ist es überall klar. Freie Sicht auf die Sterne und laue Temperaturen laden zum Abendspaziergang ein. Und gerade für Dachwohnungsbesitzer empfiehlt es sich schon fast, die Nächte im Freien zu verbringen. In Olbernhau zeigen die Thermometer Temperaturen im Bereich 19 bis 21 Grad Celsius, ebenso wie in Marienberg zwischen 19 und 21 Grad. Und in der MZ-Stadt Zschopau liegen die Werte zwischen 18 und 22 Grad. Mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit, die gegen Null geht und kaum spürbarem Südostwind, könnte man schon fast über den Einbau einer Klimaanlage im heimischen Schlafzimmer nachdenken. Ja, und der Hochsommer, der bleibt uns auch noch eine Weile erhalten. Der Dienstag beginnt durchweg sonnig. Über den Tag ziehen ab und zu mal kleine Wolkenfelder übers Sendegebiet und 11 Sonnenstunden werden erwartet. Niederschlag
ist keiner in Sicht. Der kaum spürbare Wind aus südlichen Richtungen sorgt auch nicht wirklich für Abkühlung. Die Tagestemperaturen in Neuhausen zwischen 24 und 32 Grad Celsius, gefühlt eher wie 35 Grad. Im Marienberger Ortsteil Gebirge ähnlich zwischen 24 und 31 Grad und die Hohendorfer dürfen sich auf 25 bis 34 Grad Celsius einstellen. Bei solchen Temperaturen nicht vergessen, ausreichend trinken, Sonnenschutz auftragen und doch häufiger mal ein schattiges Plätzchen suchen. Der weitere Ausblick zeigt, da geht noch was. Mittwoch ebenfalls sehr sonnig und schwül warm mit ganz leichter Bewölkung über den Tag. Die Tagestemperaturen immer im Bereich 26 bis 32 Grad. Das Regenrisiko nimmt allerdings im Laufe der Woche stetig zu. Aber aller Voraussicht nach jetzigem Stand bleibt es in der Wochenmitte noch trocken. Der Wind weht leicht aus nordwestlicher Richtung. Kleingärtner wird es freuen. Der Donnerstag beginnt wie der Mittwoch sonnig und warm. Allerdings schieben sich im Laufe des Vormittags mehr und mehr Wolkenfelder rein, die dann auch den ein oder anderen leichten Regenschauer im Gepäck haben. Der Wind weht auch zum Donnerstag aus nordwestlicher Richtung. Die Tageswerte liegen im Bereich 22 bis 28 Grad, also schon etwas kühler. Ja, das Gewitterrisiko, das ist recht schwierig vorauszusagen, je nachdem, wo es auftrifft. Also so ein Schirm irgendwo in der Hinterhand, denke ich, ist ganz angebracht. Ja, einen weiteren Aufblick auf die kommenden Tage gibt es dann morgen hier an dieser Stelle. Und damit sage ich Tschüss, bis morgen Abend. Ihnen einen schönen Abend noch, eine angenehme Nachtruhe. Und ich freue mich, wenn Sie dann morgen wieder pünktlich einschalten.